Ja, Leute, und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Der siebte Teil inzwischen. Siebter, ja. Und wir haben es inzwischen viermal geschafft, das Herz zu besiegen. Was ja beim letzten Mal auch wieder wunderbar geklappt hat. Fünf und sechs waren jetzt echt geil, finde ich, die Runs, die wir bisher hatten. Und wir bleiben bei Lazarus, weil ich glaube, der bringt Glück. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwie jetzt die letzten Parts immer Glück gebracht. Ich weiß auch nicht. Also, wir bleiben auf jeden Fall bei Lazarus treu. Sagen wir mal so lange, bis wir mit ihm sterben. Wobei, sind wir ja schon. Sind wir ja schon, aber ist ja wurscht. Ah, ey, wie toll fängt das denn jetzt schon an? Lass mich schon so dämlich treffen. Von einem so leichten Gegner. Hör auf zu schießen. Vor allem direkt in einem Riesenraum gespawnt. Vor allem, weil so ein Riesenraum nicht wirklich unbedingt einfach ist, weil dann halt immer so Massengegner kommen. Vor allem, es verwundert mich auch, dass das Spiel... Ja gut, jetzt fängt es wieder an zu laggen auf einmal mit der Aufnahme. Bei Teil 5 und Teil 6 hat das jetzt ja super geklappt. Es ist immer noch derselbe Abend. Also 5, 6, 7, die habe ich jetzt am Stück aufgenommen. Genauso wie 2, 3, 4, die habe ich auch am Stück gemacht. Und Teil 1 war einmal extra. Ah, ja. Vor allem schon wieder ein Riesenraum? Ist das dein Ernst? Ist der wie dämlich. Immer der gleiche Scheiß. Ja gut, das Spiel ist eintönig. Es macht immer dasselbe. Es geht ja immer um dasselbe, aber... Es macht trotzdem süchtig, weil man immer weiterkommen will. Oh ja. Das Ding ist absolut nutzlos. Das ist ein Item, das zieselnde Schüsse verursacht. Ja, es verbessert die Schüsse zu einem verbesserten Schuss. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Es bringt eigentlich überhaupt nichts. Da. Weil die Schüsse werden nicht stärker oder so, sondern die werden einfach nur zielen. Gut, der Lag hat jetzt was gebracht. Ey, dieser Gegner, ey, der ist so dumm. Warum muss jetzt eigentlich der schon wieder kommen? Warum musst du immer kommen? Oh. Range down. Wow, wunderbar. Mit Lazarus bekommen wir normal immer so gute Pillen, aber jetzt war sie irgendwie totaler Mist. Gut, beim letzten Mal war es auch nicht wirklich gut. Da war das halt gar nichts, aber besser als wenn jetzt so ein scheiß Debuff wieder passieren muss. Oh nein, wir sind gleich tot. Komm schon, geh down. Ey, ich weiß nicht, dieser Basement-Gegner ist so richtig asozial. Weiß auch nicht. Oder hattet ihr auch schon Probleme mit diesem Gegner? Es ist irgendwie komisch, dass ich immer nur an diesem Gegner scheitere. Aber jeden anderen miesen Gegner besiege ich. Es ist irgendwie total merkwürdig. Oh nein, jetzt rammt er wieder. Aber dieser Basement-Gegner ist so richtig behindert. Und das nur, weil er immer so dumm rammen muss. Ich weiß auch nicht, diese blöden Ramm-Gegner. Speed plus Damage up. Ah ja, das hatten wir auch schon mal. Ich glaube, das hatten wir einmal sogar, ich glaube bei Teil 2 oder 3, wo wir es nicht ganz geschafft haben. Da hatten wir das Item schon mal. Ihr habt es auch gesehen bei meinem C-Such-Item da muss ich, glaube ich, nur zwei Räume clearen, damit ich das wieder einsetzen kann. Da zählen aber solche Räume wie der hier nicht, wo kein Gegner ist. Die Karte kann ich leider nicht einsammeln. Oh nein. Gut, der Damage Up, der zeigt sich. Man sieht's, weil die Zombies gehen mit zwei Schüssen, sind mit zwei Schüssen down. Haben wir wieder einen zielsuchenden Schuss. Gut, wenn man den schon so oft einsetzen kann, dann können wir das ja auch gleich wieder machen. So ist es praktisch, aber echt, sonst ist dieses Item wirklich nutzlos, weil es verbraucht einen Platz für die Fähigkeiten, und wenn man gerade eine viel bessere Fähigkeit hat. Vor allem, weil es gibt vor allem ein... Oh, nein, die Zitrone. Noch nutzloser. Die macht das hier. Eine Pfütze, und wenn der Gegner reinläuft, kriegt er Schaden. Bringt absolut gar nichts. Also, wirklich. Das sind so ziemlich jetzt die nutzlosesten Items, die ich bekommen habe. Ey, das sind wirklich der nutzloseste Müll überhaupt. Also...
Oh, Teil 7. Ich mag die Zahl 7 nicht. Ich glaube, genau deshalb läuft das jetzt hier gerade so mies. Ach, das wird schon noch besser, hoffentlich. Das Boss-Item war dafür umso besser, was wir jetzt bekommen haben. Geh down. Explodier. Ja. Nochmal ein Schlüssel. Wunderbar. Wir müssen einfach hoffen, dass die nächsten Räume besser sind. Nicht mal an den Gegnern liegt, sondern an den blöden Items, die da jetzt... Vor allem war da wieder dieser komische Dingelgegner da. Ah, Monstro. Ja, sicher. Wie oft hatten wir den schon? Leute, könnt ihr bitte nachzählen, wie oft wir diesen Gegner schon hatten? Wobei, kann ich auch nachher mal selber machen. Wie oft hatten wir den? Also... Immer, also zumindest so als Boss, nicht als Zwischenboss oder so. Oder als normaler Gegner, sondern wirklich als Boss. Ich glaube, da hatten wir den sie schon 5-6 Mal. Man merkt den Range Down, das ist wirklich dumm. Wir können echt nicht mehr weit schießen. Gut, wir nehmen das Zielsuchen teil. Dann treffen wir ihn auch. Danke. Geh down! Oh, Lippenstift. Range up! Gut, wir haben dieselbe Range wieder. So, genau wieder genug Leben. So, jetzt kommen wir in Caves. Ich glaube, diesmal werden wir beim Cave sogar sterben. Also. Oh! Holy Shield! Heiliger Schild. Oh mein Gott, man sieht's. Man sieht's. Man sieht, dass er heilig ist. Boah, wir machen echt viel Schaden. Die fliegen sie mit einem Schlag tot. Ich hoffe, dieser Schild bringt einiges. Ich hoffe, er wird seinem Namen gerecht. Vielleicht schützt er uns gegen Projektile. Oder gegen Nahkampfattacken. Gegen Nahkampf wäre ich sehr froh sogar. Weil dann könnte mir dieser Scheißgegner nicht mehr wehtun. Und vor allem wortwörtlich Scheißgegner. Der Narr. Ah ja, die kenne ich noch. Komisch, jetzt haben sich die Türen aufgesprengt. Vielleicht geht das nur in Caves und in Basement. Vielleicht geht das bei den Tiefen nicht, weil das eine Steintür ist. Das wäre mir auch neu. Weil das ging bisher, glaub ich, immer, oder? So, da war nix. Vorsicht, das Buch dürft ihr nur einsetzen, wenn ihr in einem Raum seid mit Gegnern. Wenn ihr es davor versucht, vor einem Raum, wo Gegner drin sind, einzusetzen, dann bringt's nichts. Weil es wirkt nur in dem Raum, in dem ihr es eingesetzt habt. Also gut, das beweist sich doch noch relativ praktisch jetzt gerade, aber... Es ist wirklich eigentlich... Es war bei einer Top 10 der nutzlosen Items dabei. Und ich selber finde es auch wirklich nicht so toll, weil... Gerade weil es ein passives Item gibt, das dasselbe verursacht. Nur dass man halt für immer unendlich schießt. Für immer Zielsuchung der Schlüsse macht. Oh nein. Die Larve ist ja sinnlos da. Die sind so eklig. Ah ja, genau. Die Buffs haben sich ja in dem Spiel auch geändert. Früher war es einfach nur so, dass die mehr Schaden gemacht haben und mehr aushielten. Jetzt ist es so, als hat man es gerade gesehen, wenn... Was ist denn? Ist das eine Spinne? Ah ja, eine Bombenspinne gibt's auch noch. Der Schild ist weg. Der hat mich gerade gegen die Explosion geschützt. Eine Bombenspinne. Boah, wie asozial. Ich mag schon, die Bomben fliegen nicht. Wieso muss man sowas erfinden? Ich glaube, ich nutze das Ziel so ein Item. Damit ich die dummen Dinger auch mal treffe. Okay, gerade für so Leute, für mich, die nicht gut zielen können. So. Oh nein. Wieso immer du? Komm, Schild. Oh, das Schild wirkt wieder. Schützt er mich wirklich gegen einen einzigen Angriff? Das wäre nämlich echt praktisch, weil der hat mich jetzt gerade vorhin gegen die Explosion geschützt. Das wäre echt praktisch. Schupp! Ja, den kennen wir ja. Den können wir eine Bombe wieder in den Drachen stopfen. Aber mehr nicht, weil ich habe nicht viele Bomben. Ich habe nur zwei. Iss mal deine Kollegen hier. Das wäre sehr nett. Kann er ja wirklich... Vor allem, wenn er allein ist, dann spawnt er die irgendwann wieder. Aber das müsstet ihr eh schon kennen. Aber ich versuche es immer wieder zu erwähnen.
was die Kampfmuster der Gegner sind. Oh, schon wieder dieses Speedball. Das haben wir jetzt schon zum dritten Mal. Oh, Satan. Hä? Spinnen, die mir was bringen. Oh, nochmal was, was mir was bringt. Oh, oh, ne, ganz fiese Bombe. Spinnen, die mir helfen und ein Schild. Ja. Das war nicht das Sinnvollste, was er Satan droppen kann, aber... Da kann aber wirklich sogar, glaube ich, ein Satan-Item rauskommen. Wie zum Beispiel der Brimstone und so, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist zwar sehr, sehr selten, dass das passiert, aber es kann passieren. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ob es so ist, bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ihr könnt mich ja da wieder bestätigen, wenn es so ist. So, aber wie schnell wir jetzt sind. Ich frage mich, ob sie da wirklich Kinder eingestellt haben, damit die diese Geräusche machen. Das wär's. Wobei, kann man ja nicht selber nachmachen. War nicht das Problem. Braucht man keine Kinder unbedingt, aber gerade für bestimmte Sounds sind Mama dann Kindergeräusche zum Beispiel oder sowas besser. Dann muss man sie weniger bearbeiten. Wäh, also stellt euch mal vor, ihr wärt so ein Vieh. Stellt euch mal vor, ihr wärt echt mit Fliegen vollgestopft. Also, das wird mir auch nicht gefallen. Würde ich auch die ganze Zeit nur weinen. Wird mir auch nichts mehr Besseres einfallen, als rumzuweinen. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid mit Fliegen voll. Und die fressen euch nach und nach immer mehr auf. Und euer Leben hat sich dann gegessen dadurch. Und dann wäre einfach vorbei. Das wird einfach keinen Spaß mehr machen. Naja, Spiel macht trotzdem Spaß, auch wenn die Gegner leiden müssen. Das ist leider so. Oh, tatsächlich! Das Item schützt mich tatsächlich gegen Angriffe. Dieser Schild. Zwar nur einmal, aber es ist besser, als wenn mich der Gegner direkt trifft und ich direkt was verliere. Wir müssen den Bonusraum noch finden, deswegen wundert euch nicht, warum ich nicht direkt zum Boss gehe. Wir haben ja Schlüssel. Und diesmal haben wir nicht wie im letzten Mal sogar keinen Schlüssel, sondern diesmal Fistula, so heißt der Kokor, der mir beim letzten Mal nicht eingefallen ist. Wir hatten ja beim letzten Mal diesen, wie ist der, Lazarus, dieser Kokor? Irgendwie sowas in der Art. Das ist der gleiche, nur in schwarz. Was ich vorhin sagen wollte, ich wollte ja... Ah ne, oder ich hab den Satz vorhin zu Ende gebracht. Weil mir ist aufgefallen öfter, dass ich mal ab und zu den Satz nicht vollende. Deswegen versuche ich mich da zu bessern. Oh Gott. Die machen aber... Die kleinen Scheißhaufen machen allerdings niedliche Sounds. Auch wenn sie nicht niedlich sind. Also ich glaube nicht, dass wenn da... Ich meine, stellt euch vor, so ein kleiner Haufen Scheiße hat so einen lächelnden Smiley und... macht dann so Geräusche. Ich glaube nicht, dass ihr den trotzdem niedlich finden würdet. Nur weil er so Geräusche macht. Ihr würdet euch wahrscheinlich zuerst wundern. What the fuck, würdet ihr euch denken? Und dann würdet ihr wahrscheinlich ihn eher zermatschen, als das... Und darunter spülen, als dass ihr mit dem noch lang rumreden wollt. Glaube ich zumindest nicht. Aber er macht trotzdem niedliche Sounds, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Gegner. Das ist der Spinnentumor-Kopf da. Der eine kotzt die, wirkt die hoch und der andere, der hustet die. Die fliegen. Oh Mann, diese Gegner. Ne, die Fliege, die... Oh, wieder diese... Ach so, diese Pille-Drop-Batterien. Ich frage mich jetzt, warte, Moment mal. Ich will was testen. Ich verbrauche was? Tatsächlich, wenn ich ein Item einsetze, eine Fähigkeit, kann ich die mit den Batterien wieder aufladen. Endlich weiß ich mal, was es bringt. Da! Way! Jetzt geht's ab. Ich dachte gerade, das wäre dieser zielsuchende Pilz. Ja, seht euch unsere Feuerrate an. Yay!
Das geht ab jetzt. Das geht jetzt richtig ab hier. Das geht ab jetzt. Das geht sowas von ab. Ich könnte schwören, dass dieser Pilz früher diesen Zielsuche-Effekt gebracht hat. Also er sah zumindest... Weil das war auch so ein verschimmelter Pilz. Irgendwie auch sowas ähnliches. Oh gut, ja, den hatten wir ja überhaupt noch nicht. Und es hat mich vor allem verwundert, dass wir beim letzten Mal nicht Gurdis Mutter hatten. Wir hatten ja den Tod stattdessen. Das geht jetzt richtig ab hier. Ich nehme jetzt zielsuchende Schüsse, auch wenn die nicht viel stärker sind. Oder überhaupt nicht stärker sind. Ich nehme sie trotzdem, weil sie bringen einen Effekt. Sie buffen mich und alles, was mich bufft, ist toll. Wow. Maschinengewehr. Als wenn man so weinen könnte. Wenn Tränen doch nur im echten Leben so effektiv wären. Wäre echt cool. Dass sie nicht nur psychisch irgendwas anrichten, sondern man auch physisch was damit anrichten könnte. Wie zum Beispiel, dass man Leute töten könnte. Aber gut, dann wär's ein bisschen asozial. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, oder? Oh mein Gott. Haha, ich bin viel zu schnell. Ihr erwischt mich niemals. Ich glaube, meine Schüsse nicht, die sind nicht schwächer, ne? Ne, die sind nur schneller. Diese Feuerrate ist ja voll geil. Das war zwar ein nutzloser Raum, aber er hat sich als gut erwiesen, weil er mir Schüsse gedroppt hat. Oh nein. Da ist Zisu und Schießen vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei, ich glaube, das trifft dann auch nur einfach auf den Gegner. Das ist, glaube ich, egal. Ey, dieser Gegner, der ist so dumm. Ihr wisst ja, ihr kennt mich. Wer die ganzen Parts schon gesehen hat, der weiß, dass ich diese Gegner hasse. Die sind einfach nur dumm. Und wir hatten ja bisher einmal, seltsamerweise nur einmal die Gelegenheit, die verbesserte Version zu sehen. Und zwar nur ein einziges Mal. Und war auch nur ein Gegner. Okay, wenn der mehr aushält, dann ist das ein Skelett. Okay. Alles klar. Schon wieder ein Skelett. Die Skelette haben wir auch schon sau oft gesehen. Ich glaube, das sind fast alle Skelette, ne? Ah, ne, Fliegen. Gut, wenn es Fliegen sind, ist es noch besser. Oh nein, Skelett. Wieso macht das Skelett überhaupt... Ich meine, es hat doch keinen Mund. It stinks. Okay, da ist wieder dieses komische Ding. Poison Tears. Gifttränen. Wir haben Gifttränen. Hey, ist ja auch nicht schlecht. Dann vergiften wir die. Alle vergiftet. Auch keine schlechte Träne. Jetzt können wir entweder Gift immer haben. Jetzt haben wir Gift immer. Und zielsuchend, wenn wir das Buch einsetzen. Oh, nice. Oh Gott. Werden schon wieder so ein scheiß Skelett. Ah ne, Fliege. Das ist ein Skelett. Boah, wie fies vor allem. Habt ihr das gesehen? Als es rauskam, hat es direkt auf mich geschossen, aber ich hatte den Schild. Wieso? Wieso ihr? Na gut, wegen dem Gift sind sie jetzt eigentlich voll läppsch. Ich kann sie ja vergiften. Hey! Das Gift trifft immer ein. Egal, ob ich die von vorne treffe. Ist ja voll geil, dann kann man die ja so instant ziemlich leicht killen. Oh nein, die Fallen. Na klar, mit dem Gift ist er ziemlich schnell... Okay, er macht irgendwie nichts. Warte, er hat jetzt gar nichts gemacht? Mein Schild ist weg. Mein Schild ist weg. Okay, und aus irgendeinem Grund... Ach so, weil ich Schaden genommen habe, kommen da Fliegen. Weil ich dieses It Stinks Item habe. Oh, Ghost Baby. Das kann durch Gegenstände schießen. Ja, nein. Erstens, weil ich habe nur 3 Herzen. Und zweitens sind die Items da, die da sind. Ich kenne die nicht. Oh, wir haben Eve freigeschaltet. Weil wir zwei... Wir haben jetzt die letzten 2 Etagen nichts eingesehen. Keine Herzen eingesammelt. Wow, wir sind gut. Ich muss ehrlich sein, wir wurden eh noch fast gar nicht getroffen. Gut, das liegt daran, weil wir diesen Schild haben. Und der schützt uns ja in jedem Raum erneut. Von einem Treffer. Telepilz. War eine Teleporterpille, die mich wieder an den Anfang geworbt hat. Das Schöne ist, wenn man Pillen einmal einsetzt, dann
weiß man ja, was sie bringen. Wenn man wieder so eine findet. Ey, die machen so eine so einen hohen Sound. Ein Master Key! Jetzt können wir überall reingehen und das gratis. Was ist das? Ein unsichtbarer Zombie? Was zum Teufel? Die kenne ich ja auch noch nicht. Okay, sie sind tot. Das war ein unsichtbarer Teufel-Zombie. Was zum Teufel? Wow, das war ein Wortspiel. Njoon. Ah, da ist der Boss. Wer kommt jetzt da? Die Mutter, genau. Was hat der Freund jetzt eigentlich gedroppt? Ah ja, Ghost Baby, genau. Das Ghost Baby. Okay, wir müssen noch den Bonus... Oh nein, die Mutter schon wieder. Ah gut, die Mutter ist ja nicht so schlimm. Sie greift mit drei Händen an. Alles klar. Oder vier. War das jetzt die vierte Hand? Okay, sie ist tot. Es waren drei Hände, nur die eine hat er direkt wieder angegriffen. Und wir haben einen Schlüssel. Was ist das jetzt nochmal? The Fool. Was soll man das bringt? Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Engel. Guck mal, Leute, da ist wieder so ein Engel dabei. Obwohl die eigentlich in der Kathedrale normal erst kommen, das ist irgendwie komisch. Ich meine, klar, die können hier zwar kommen, aber... Oh nein. Der Kackhaufen. Ah ja, stimmt. Wenn der in die Stacheln läuft, tut es dem weh. Wir müssen ihn einfach nur in die Stacheln locken. Das ist so geil. So, jetzt haben wir auch kein... Specialty. Spektraltränen. Hä? Wir können durch... Können wir durch Gegenstände schießen? Wie geil! Wir können durch Steine und so schießen. Und giftig sind sie auch noch, die Tränen. Oh, wie geil. Dann ist uns jetzt kein Hindernis mehr im Weg. Das ist sehr schön. Und die Mutter kommt wieder. Eigentlich ist es ja sehr vorteilhaft, wenn man Gegner in Ruhe lässt. Also zumindest die, die nicht gefährlich sind. Zum Beispiel wie der Kopf da drüben. Jetzt habe ich ihn gekillt. Alter, wir können schnell schießen. Das ist krass. Hä, ich wurde getroffen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich wurde getroffen. Der Fuß hat mich doch getroffen. Wow. Na gut, so groß wie der Fuß, es wundert mich das überhaupt nicht. Oh, Hilfe. Hilfe. Oh, Hilfe. Ah, fuck. Gut, wir haben das Satansherz. Wenn wir das verlieren, ist eh nicht schlecht. Weil das tötet die Mutter dann wenigstens instant. Zumindest jetzt wird sie instant sterben, wenn sie mich trifft. Aber ich kill die jetzt. Komm schon. Ja. Oh, wir bekommen noch... Oh, geil, schon wieder so viele weiße Herzen. Und direkt wieder ein ganzes Herz mehr. Und was ist da? Oh, und Schilde. Wieso bekommen wir vom Gott nicht mal diese Flügel oder... Einmal haben wir ja einmal dieses It Feel Blazed gehabt. Dieses Item. Was auch immer das gebracht hat. Ich weiß es ja immer noch nicht. Aber wie schon gesagt, Leute. Ihr könnt mich da immer verbessern. Könnt immer schreiben, was das Item bringt. Da wäre ich echt sehr froh, weil dann muss ich nicht immer in die Wikis gucken. Weil ich vergiss das eh nach einer Zeit eh wieder. Wenn ihr es mir schreibt, dann merke ich es mir besser. Mann, ich vermisse irgendwie unseren Teufel. Gerade weil dieses Herz jetzt nicht wichtig ist. Ihr wisst ja, unser Teufel-Buddy, den wir beim letzten Mal hatten. Der uns ja unterstützt hat. Wenn ein Teufel nur immer so nützlich wäre, ne? Der Satan, der will uns ja töten, aber in diesem Spiel war sein Buddy sehr nützlich. Wow. Erstmal die killen, die mich töten können. Da kommen wieder. Ah, die rollen. Ja, schieß mal halt so. So, jetzt müssen wir nur noch die killen, die in dieser Bahn fahren. Wie schon gesagt, die Gegner, die sind wirklich sehr, sehr easy zu killen. Die fahren ja nur eine bestimmte Bahn entlang. Ich mag es jetzt zwar nicht in diesem Part erwähnt haben, aber in der anderen Part schon davor. Oh, nee. Blöder Blutlaser. Ach so, der Gegner ist nicht gestorben, weil er unter der Erde war. Oder unter dem Fleisch, muss ich eher sagen. Der Gegner ist wieder der sinnloseste aller Gegner. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Oh. Das könnte praktisch sein.
Na, Geld. Was bringt mir jetzt Geld? Eigentlich überhaupt nichts. Wie ich auch schon öfter gesagt habe, im Womp ist es ja gefährlich, wenn man Schaden nimmt. Da man hat es gesehen, wieder ein ganzes Herz weg. Und das gerade, obwohl wieder so ein dämlicher Treffer, den ich wirklich so locker hätte ausweichen können. Es ist so dumm. Weißt du, wisst ihr, ich finde es nicht dumm, wenn ich Schaden kriege, aber es ist für mich immer so, wirklich, die, ich finde es immer so eine riesige Dummheit, wenn mich gerade so ein dämlicher Schuss trifft, der jetzt hätte nicht hätte sein. Der, also wenn es so ein Schuss ist, der hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also? Wenn es so ein Schuss ist, dann ist es wirklich sinnlos. Regt mich sowas echt auf. Den Raum hatten wir beim letzten Mal auch schon. Im Wurm. Und da war der bei Wurm 2. Oh nein, ich habe schon wieder Schaden gekriegt. Also ich habe nicht Schaden gekriegt, ich habe den Schild verloren. Doppelherzen. Die nichts bringen. Sprengen wir das mal weg, vielleicht kriegen wir noch was. Okay, doch nichts. Aber wir können es noch holen. Kein Problem, da ist noch so ein Fleischhaufen, wo wir dann rüber können. Ja, wieder der sinnloseste Gegner aller Zeiten. Vielleicht kann der auch irgendwie so einen Instant-Death-Angriff und ich weiß es nicht. Und der tut nur so, als ob er wirklich völlig sinnlos ist. Boah, Hilfe. Das ist krass. Alter, wie der spuckt die ganze Zeit. Das sind wahrscheinlich ganz viele in dem Raum. Gut, das ist ja ein Monsterraum. Da spawnen die alle. Die spawnen massig von denen. Das Gift macht übrigens nicht so viel Schaden wie ein Schuss von mir. Das müsst ihr auch noch wissen. Das zieht einfach so ein bisschen was vom Gegner immer ab. Aber es kann den Gegner halt auch killen, wenn es lange andauert. Da ist der Gegner. Da, jetzt hat man es gesehen, jetzt hat sie ihn im Fleisch gekillt. Schon wieder so ein Riesenraum. Oh nein, ein Boss. Oh, das ist dieser Wurm. Dieser Pit-Typ. Eben, der tut sich selber nicht weh. Von Skorlax, der Schwächere. Vor allem zweimal. Wieso? Zweimal. Hat das irgendeinen Grund? Mir wären schwache Gegner lieber als dieser Wurm. Vor allem habe ich von dem vorhin wieder so einen unnötigen Treffer kassiert. Wundert euch nicht, dass der Balken so langsam runtergeht. Das liegt daran, weil es zwei sind. Der Balken gilt für beide. Wir machen nämlich schon einiges an Schaden. Aber es ist gut, dass die da das verbessert haben, dass der sich nicht mehr selber killt, weil früher war der echt total dumm, dieser Gegner, weil der sich eigentlich fast immer selber gekillt hat. Ah ja, stimmt. Der erste Treffer ist ja egal. Das ist eigentlich total geil. Man kommt rein? Stimmt, dann hat mich der Wurm ja eigentlich auch nicht getroffen, weil ich habe mir schon gedacht, hey, ich habe doch immer noch die gleichen Anzahl an Herzen. Diese Kackhaufen tun weh, Vorsicht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber die tun weh. Warum auch immer. Die sind halt rot. Weiß ich, heißt rote Kacke verseuchte Kacke oder? Ich verstehe es nicht. Ah. Gut, dieses Spiel, das kann man nicht verstehen. So. Oh, der Loki, der in zwei geteilt wurde. Das ist auch normalerweise ein Loki. Aber der wurde in zwei geteilt. Den gab es im ersten auch schon. Der ist alleine total simpel, aber wenn er so aufgeteilt ist, ist er eigentlich total fies. Der macht immer einer auf richtig süßer. Aber süß ist er wirklich nicht. Ey, dieser Gegner, ey. Ich hasse es im Wurm, dass man ein ganzes Herz verliert. Gut, er ist mir lieber als die Gurdi-Mutter. Das muss ich sagen. Aber wieso stirbt er nicht? Gut, das sind wieder zwei Gegner. Aber ich find's fies, dass der genauso... Ich find's eigentlich dumm, warum der in die eine Richtung auch schießen kann, wenn ihm doch die eine Hälfte fehlt. Das ist irgendwie merkwürdig. Loki's Hörner haben wir bekommen. Ja, die sind auch gut, wenn man die bekommt. Jetzt haben wir die Box, wo einfach wieder Items kommen. Und wieder dieses Energie-Upgrade. Ja, mit Stärke, das möchte ich. It called out of its brother. Was war jetzt das nochmal?
Aber das Fliegen-Item ist meine ich lieber. Weil das eine mit dem Brother weiß ich nicht mehr, was es ist. Aber ich nehme das Stärke-Item mit. Das die Stärke-Karte. Weil da bekomme ich auch ein Herz dazu, wenn ich das einsetze. Darum nutze ich das lieber. Da können wir unser Geld ausgeben. Hä? Ich habe wieder das Game-Kit. Ich habe das Game-Kit freigeschaltet, weil ich in einen Arcade-Raum eingegangen bin. Da können wir noch ein bisschen Geld spenden. Aber ich glaube, der kann ab und zu stehen bleiben. Komm schon. Hat der jetzt... Der bringt gar nichts, oder was? Der bringt absolut nichts. Man kann sein Geld wieder rausholen. Oh, jetzt spinnt er. Ja, man kann aus dem wieder mehr Geld bekommen, glaube ich, als man reingetan hat. Es kann sein, ich weiß es nicht. Oh nein. Wieso dieser Gegner? Ey, ich hasse ihn. Diese kleinen Gurdi-Links oder was auch immer wie der heißt. Gurdi-Links, Gurdi-Links, keine Ahnung. Nicht schon... Was? Schon wieder? Wieso denn schon wieder? Der kam doch gerade erst. Spiel, du hast so viele Gegner und du musst unbedingt gerade den wieder reinhauen. Von mir aus hätte es Gurdi Junior reintun können. Oh, die Mutter. Was? Die Mutter? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie kann die Mutter in ihr eigenes Fleisch reingreifen? Da ist noch ein Arm irgendwo. Oder, ne, wir sind alle tot. Oh nein, der Gegner. Kennen wir auch noch. Dieser Gegner, der ein Gehirn droppt. Das ist irgendwie so ein Teil des Gehirns oder sowas mit Mund. Halt ganz komisch. Gehirntumor, der lebt, keine Ahnung. Irgendwie sowas ganz Ekliges. Ah, Hilfe. Der droppt eine Spinne. Eigentlich ist der total sinnlos, weil die Spinne kommt ja gar nicht rüber. Es sei denn, es ist diese fette Spinne. Oh nein. Ich höre die Mutter schon wieder. Vorsicht, die Arme kommen gleich. Da ist noch eine Hand. Ne, zwei. Tot. Also wenn ich die Mutter wäre, hätte ich geschrien. Weil der Isaac hat mir doch gerade die Arme abgehackt. Oder die Hände. Ah, oh, super Torbomb. Damals hatte ich sogar noch einen deutlichen Unterschied gehabt. Jetzt ist die einfach nur größer. Oh, da ist das Herz der Mutter. Wir werden auch direkt reingehen, weil wir schaffen das. Hoffentlich. Hoffentlich. Okay, wir haben unseren Schild direkt verloren an diese blöden Augen. Gleich die Augen killen. Vor allem durch Stärke machen wir jetzt noch viel mehr Schaden wieder. Ey, das können wir so locker schaffen. Vor allem wieso... Oh, okay. Das ist sehr gut. Vorsicht. Wieso greift sie denn immer weiter an? Da ist doch noch ein Gegner. Alter, wie das Herz austickt. Oh, der Laser. Vor allem, sie tötet irgendwie ihre eigenen Gegner. Kann das sein? Gleich habe ich sie. Tot. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Everything is terrible. Ja, ja. Nein, nein. Gehe ich nicht. Hey, Spiel. Es will nicht. Sehr schön. So. Oh, oh. Oh. Das Ende kenne ich auch noch. Das war im ersten auch schon. Oh ne, wir wurden entführt. Wir haben doch verloren. Nee, wir haben es echt, wir haben es schon wieder geschafft. Epic Win. Feuerrate. Die hat uns echt viel gebracht. Die Feuerrate. Oh, Hilfe. Epic Win. Die Credits sehen wir jetzt auch schon zum Everything is Terrible. The game is just... What? The game is just what? Oh, wir haben jetzt ein Isaac Face. Da oben. Was stand da gerade? Stand da gerade. Da stand doch gerade Everything is Terrible. Ich muss die Nachricht gerade nochmal sehen.
Da sieht man auch schon, was wir alles haben. Viel habe ich ja mit euch bekommen. The game just got harder. Oh oh. Das Spiel ist jetzt schwerer. Das heißt, jetzt werden unsere Runs nicht mehr witzig. Oh Gott. Ja, Leute, da werden wir uns drauf vorbereiten. Im nächsten Part geht's dann härter zu. Bin gespannt, wie es dann aussieht. Oder können wir dann nur hart nehmen? Moment. Wenn es jetzt härter ist, wie ist es dann auf hart? Also das muss ja übel sein dann. Oder die Gegner haben jetzt Buffs. Und die Bosse auch. Weil das war im ersten auch so, dass ab einer bestimmten Anzahl, die man halt gewonnen hat, haben die Gegner dann auf einmal Buffs gehabt. Die hatten dann andere Farben. Da waren dann halt viel mehr solche Gegner und die Bosse dann auch. Also das war total fies dann. Bin ich gespannt, ob das beim nächsten Mal auch so sein wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So viel gebracht. Oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?